Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute reden wir über Strophanthin. Ich habe so viel gehört über dieses Wundermittel Strophanthin. Ich hatte auch mal einen Menschen hier aus Wien, der uns vom Strophanthin erzählt hat, wie er sich selbst damit behandelt hat und Herzoperationen eigentlich umgehen konnte erfolgreich, hat das auch immer wieder kontrolliert in der Schulmedizin, in der Klinik. Es war ein Wunder bei ihm. Ist das ein Einzelfall oder sind solche Fälle immer wieder möglich? Das möchte ich heute mit jemandem besprechen, der auch sehr viele Erfahrungen sammeln durfte in seinem Leben mit Strophanthin. Es ist ein Apotheker aus Deutschland. Bleiben Sie dran, wenn es interessiert. Wir sind gleich wieder für Sie da. So, herzlich willkommen, lieber Jens Bowling. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Danke. Wie bist du auf Strophanthin gekommen? Wir haben in unserer Apotheke in Ellwangen im Umfeld mehrere Ärzte gehabt, die früher mit dem letzten verbliebenen Arzneimittel auf dem Markt, das Strophanthin enthielt, das sogenannte Strodival, gearbeitet haben. Und dieses Produkt wurde dann vom Hersteller vom Markt genommen. Und in diesem Zusammenhang waren wir natürlich in der Bredouille und wollten den Patienten etwas anbieten, das möglichst gleichwertig ist, und haben uns darum bemüht, halt diesen Wirkstoff zu bekommen. Das ist uns auch gelungen und nachhaltig gelungen, und haben angefangen, daraus dann selber Produkte in unserem Labor herzustellen. Mhm. Kannst du mir vielleicht noch sagen, die Geschichte zu Strophanthin, warum wurde das früher und für welche Art Fälle von Patienten hat das früher die Schulmedizin angewendet? Also ganz klassisch wurde es in der Schulmedizin angewendet bei Herzinsuffizienz im Stadium 1 bis 2, mhm, also nach der New York Heart Association. Und da hat es eigentlich immer gute Dienste geleistet. Allerdings ist es dann nach und nach in Vergessenheit geraten, weil dieser Wirkstoff immer mehr aus den Lehrbüchern verschwunden ist, ja, nach und nach, und dementsprechend auch an den Universitäten keinen Eingang mehr findet. Ne? Und aus diesem Grund wurde es von den Ärzten nach und nach schlicht und einfach immer mehr vergessen, regelrecht. Mhm. Ja. Mhm. Wir sind der Meinung, dass allerdings das Strophanthin derzeit eine wunderbare Renaissance erfährt. Es finden sich immer wieder neue Ärzte, die gute Erfahrungen damit machen und dementsprechend auch eine Nachfrage im Markt vorhanden ist und auch eine Aufklärung der Patienten mit Hilfe des Internets natürlich auch immer mehr stattfindet. Also dieser Herr aus Wien, der bei mir war, hat mir berichtet, er hätte sofort mehrere Bypasse operieren müssen. Und ja, er hat sich dagegen entschieden, weil er es einfach nicht wollte. Er hat eben das Strophanthin gefunden, es angewendet. Und mhm, schon nach kurzer Zeit war eigentlich die Operationen gar nicht mehr nötig, sondern da muss ja irgendwas, das Strophanthin muss irgendwas mit dem Herzen tun. Ja. Was? Richtig. Wie kannst du dir das erklären? Ja, es ist ja bekannt, der Wirkmechanismus. Das Strophanthin wirkt auf die sogenannte Natrium-Kalium-ATPase. Das ist ein Enzymkomplex in den Muskelzellen, in der Zellwand, der den Gehalt an Calcium, Kalium und Natrium in der Zelle koordiniert und gleichzeitig aber auch für eine Entsäuerung der Muskelzelle sorgt. Und wir wissen ja, dass die Übersäuerung von Muskulatur immer Probleme bereitet. Genauso ein Kalziummangel in der Muskulatur natürlich problematisch ist. Ja, die Muskelfunktion wird beeinträchtigt durch beide Faktoren. Und auf beide Faktoren wirkt indirekt das Strophanthin positiv, sodass die Muskelzelle einfach letzten Endes leistungsfähiger ist. Und aber auch durch die Entsäuerung die Relaxation, also die Entspannung dieser Muskelzellen verbessert ist. Und wenn Muskelzellen sich entspannen, sehen wir das ja in verschiedenen Bereichen des Körpers. Dazu gehört natürlich auch der Herzmuskel. Also er hat eine höhere Kontraktionskraft auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass die Muskulatur in den Arterien. Die Arterien sind ja letzten Endes nichts anderes als ein Muskelschlauch. Ja, dass die sich natürlich auch relaxieren und erweitern. Ja, dann kann mehr Blut durchfließen. Letzten Endes ist an sich im Grunde ganz banal.
Ich habe mal gelesen, dass das Strophantin eigentlich vom Markt verschwunden ist, weil es eine sehr starke Wirkung hat. Und alles, was eine starke Wirkung hat, braucht eine Medizinzulassung. Und diese Medizinzulassungsverfahren konnte sich der Hersteller nicht leisten. Und deshalb ist es nicht zugelassen als Medikament. Und wenn man natürlich als Arzt natürlich arbeitet in Kliniken und muss auf Medikamente eigentlich sich beziehen, und das ist auch der Grund gewesen, warum es verschwunden ist in den 60er Jahren, glaube ich, oder? In Anfang der 70er Jahre, ja. Aber genau, bis dahin war es eigentlich das Medikament der ersten Wahl. Das ist richtig, genau, richtig. Also bis zu diesem sogenannten Heidelberger Kongress, manche nennen es auch Tribunal, will ich nicht beurteilen, war es eigentlich das Mittel der Wahl. Dr. Kern hat es dort noch vehement verteidigt, ist dafür aber intensiv angegangen worden und man hat ihm damals meines Wissens sogar mit dem Entzug der Berufserlaubnis, also der Approbation gedroht. Distrofantin ist aber heute immer noch in den Arzneibüchern präsent. Also es hat nach wie vor auch im europäischen Arzneibuch eine Monographie. Es ist verkehrsfähig. Es ist sehr gut untersucht im Grunde. Aber der Hersteller hat damals neue Studien nach heutigem Stand bringen sollen. Das wäre sehr, sehr teuer gewesen. Und man hat da wahrscheinlich keinen wirtschaftlichen Nutzen mehr drin gesehen. Ja, weil einfach die Kosten der Neuzulassung die möglichen Erlöse vermutlich überstiegen hätte. Mhm. Ob dem tatsächlich so ist oder ob es andere Gründe gibt, das mag man spekulieren, aber an sich ist es schon glaubhaft und plausibel. Was gibt es denn auch Risiken, wenn man so etwas einnimmt? Also wenn man in die alten Beipackzettel schaut, dann haben wir praktisch keine Wechselwirkungen und praktisch kaum Nebenwirkungen. Bei Überdosierungen kann es zu Herzrhythmusstörungen kommen. Dazu bedarf es allerdings sehr deutliche Überdosierungen. Mhm. Also das liegt außerhalb jeglicher Vernunft. Das Zweite ist, die Strophantine an sich können schleimhautreizend wirken. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn der Patient würde Nebenwirkungen bekommen, wenn er einfach zu schnell zu hoch dosiert. Von daher empfehle ich dann immer, mit einer sehr niedrigen Dosis anzufangen, alle 2 bis 3 Tage etwas zu steigern, bis die Wirkung ausreichend ist. Und das hat halt 2 Vorteile. A, der Körper toleriert es sehr gut. Die Schleimhautreizungen, insbesondere im Magen und Darm, treten die dann auf mit Übelkeit und Durchfall. Diese Schleimhautreizungen werden zu sicherlich 95% vermieden. Das Zweite ist, man findet einfach unterwegs auch seine passende Dosierung. Ja, und die kann durchaus auch sehr niedrig sein. Mhm. Wer sagt die Dosierung? Sagt das du als Apotheker oder sagt das, muss das ein Arzt verschreiben? Ja, es muss natürlich verschrieben werden. Es ist ein verschreibungspflichtiges Medikament. Mhm. Und es ist ja auch so, dass das Herz an sich ein so wichtiges Organ, ein so ultimativ wichtiges Organ für unseren Körper ist, dass man von Selbstexperimenten auch dringend abraten muss. Allerdings, da es keine Wechselwirkungen gibt, kann man natürlich auch das Strophantin einfach parallel zu seiner bisherigen Therapie einnehmen. Also wir haben noch nie Probleme gesehen im Zusammenspiel mit den gängigen Herz-Kreislauf-Medikamenten. Empfehlenswert ist dann natürlich, wenn man das macht, dass man natürlich engmaschig den Blutdruck und den Puls kontrolliert, damit man dort, damit dort nichts aus dem Ruder läuft. Also Strophantin hat ja an sich als grundlegende Indikation die Herzinsuffizienz. Aber durch die Wirkung auf das Vegetativum, die beruhigende Wirkung auf das Vegetativum, die Stresssenkung, kann man natürlich auch sagen, dass Strophantin durchaus einen positiven Effekt bei Rhythmusstörungen haben kann. Das ist nicht immer so, aber es kann. Ebenso kann es nach einer gewissen Anwendungszeit auch blutdrucksenkend wirken. Von daher, wenn man beim Einschleichen und bei der Therapie den Blutdruck und Puls engmaschig kontrolliert, dann kann man möglicherweise dann in Absprache mit seinem Arzt andere Therapien anpassen. Ist doch unglaublich toll, dass man eigentlich aus einer möglichen Dauerabhängigkeit wieder zurückkommt über einen natürlichen pflanzlichen Stoff
in einen gesunden Körper rein wieder wächst, ohne Medikamentenabhängigkeit. Das finde ich großartig und da sollte man viel mehr darüber reden, dass es diese Chance gibt, oder? Ja, es ist nicht nur das, es ist ja auch eine verhältnismäßig preiswerte Therapie. Ja, mhm. Man muss ja auch das Ganze vielleicht gesundheitsökonomisch mal betrachten. Und wenn durch Strophantin andere Medikamente reduziert werden können, hat man nachher Therapiekosten, die liegen wahrscheinlich am Tag bei etwa 50 Cent. Ja, das heißt, wenn man das großindustriell sogar machen würde, wird man selbst da noch deutlich drunter kommen. Und die Alternative ist eben die Dauerabhängigkeit bis hin zu Operationen, Bypässe und Stents und weiß Gott was alles. Ja. Und wenn man das nicht will, wäre das eigentlich eine wunderbare Option, unbedingt mit dem Arzt zu besprechen und sagen, lieber Arzt, habe diese Sendung gesehen, es gäbe noch die Möglichkeit von Strophantin, ob er da diesbezüglich mich begleiten würde auf diesem Weg, um aus dieser Dauerabhängigkeit rauszukommen oder eben um eine Operation zu umgehen. Das wäre denkbar, oder? Das wäre denkbar, ja. Also ich persönlich glaube, dass es immer gut ist, so etwas auszuprobieren und sich die Zeit zu gönnen, eine Operation möglicherweise zu vermeiden. Das ist kein Thema. Und auch jeder Kathetereingriff birgt ja immer ein Restrisiko. Mhm. Ja, das darf man nicht vergessen. Und ich glaube auch, dass es der Patient seinem Arzt plausibel erklären kann. Ja, und wenn der Arzt denn sieht, es ist ein positiver Effekt da, warum soll man dann diesen Weg nicht gemeinsam gehen? Ja, genauso, wenn es Veränderungen an der herkömmlichen Medikation gibt, ist es natürlich auch ganz wichtig, dieses in Absprache mit dem Arzt zu machen, ihn überall mitzunehmen. Ja, und es gibt aber leider sehr viele Ärzte, die dieses Thema generell ablehnen. Mhm. Ja, allerdings ist die Zahl derer, die es mittlerweile mitgehen, durchaus wachsend und steigend. Okay, also wenn es mein eigener Arzt nicht macht, kann ich mir einen suchen, der sich schon auskennt in diesem Bereich, Erfahrung gesammelt hat und jetzt nicht experimentieren muss, sondern sagen, ja, ist ganz klar, ich weiß, wie es läuft und ich begleite dich. Da muss man einfach googeln wahrscheinlich, oder? Da muss man googeln. Es gibt in Deutschland einen Verein, Strophantus e.V. Und dieser Verein hat eine sehr schöne Homepage gestaltet, auf der der Patient Ärzte aus verschiedensten Postleitzahlbereichen und auch Ländern mittlerweile finden kann. Es sind auch international Ärzte da, auch aus der Schweiz, aus Österreich, Italien, Spanien und Ähnlichem. Geht bis nach Übersee. Und dieser Verein hat da diese Informationsflut sehr schön sortiert und selektiert und aufbereitet, sodass man dort auch mit relativ kurzem Zeitaufwand sich einen Überblick darüber verschaffen kann, was Strophantin ist, was es bewirkt, für wen es geeignet ist, welche Ärzte haben Erfahrungen damit und wo kann ich das im Anschluss auch bekommen. Mhm. Ja. Du hast mir noch vorne bilateral beim Kaffeetrinken gesagt, dass auch deine Gattin das schon nimmt. Kannst du mir vielleicht sagen, was hat sie denn für Beschwerden gehabt? Also meine liebe Frau hat mit 20 Jahren eine schwere Myokarditis, also Herzmuskelentzündung gehabt, die damals nicht behandelt wurde. Mit 20? Mit 20 Jahren, verrückt. Ja, genau. Und ist dann mit einer Herzleistung, also einem EF-Wert von etwa 20 in die Klinik eingeliefert worden, mit Wasser auf der Lunge, mit allem drum und dran, wurde konventionell behandelt. Ich habe sie erst ein paar Jahre später kennengelernt. Und damals hat man ihr gesagt, also allerspätestens, wenn sie 30 ist, wird sie ein neues Herz benötigen. Ja, wir haben damals zusammen mit Strophantin die Medikation deutlich verbessern können. Und sie ist jetzt, ich darf es mal sagen, 45 und von einem neuen Herzen ist bis heute nicht die Rede. Wobei man sagen muss, es ist auch nicht alles weg. Das ist auch klar. Ja, aber es gibt gute und schlechte Tage. Aber alles in allem ist das Erkrankungsbild, was eigentlich progressiv ist, ausgesprochen stabil.
Ist doch super, oder? Ja, das ist fantastisch. Ja, man muss ja immer überlegen, natürlich könnte man sagen, ja, macht man halt eine Herztransplantation, dann kann man mit weniger Einschränkungen leben. Das ist sicherlich ein Trugschluss. Ja, 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 ja. Also die Medikation, die anschließende Medikation und Immunsuppression, gerade heute, ja, heutzutage dann mit Covid und ähnlichen Dingen, die da durch die Lande geistern, ist das nie gut, wenn man das Immunsystem supprimieren muss. Ja. Mhm. Und dann darf man auch nicht vergessen, ein transplantiertes Herz hält ja nicht unbedingt ein Leben lang, sondern im Schnitt etwa 15 Jahre. Ja, das heißt, möglicherweise redet man dann über 2 oder 3 Transplantationen. Von daher ist es natürlich immer fantastisch, für jeden Patienten eine mögliche Transplantation hinauszuzögern. Mhm, unbedingt. Ja. Zum Strophantin nochmal. Ich weiß zum Beispiel, in der Schweizer Apotheke wird das nur in homöopathischen Dosen empfohlen oder auch angeboten. Mhm. Ich weiß, in Deutschland kriegt man es auch als physisches. Ich wundere mich aber immer wieder zu hören, dass Strophantin auch in homöopathischer Form funktioniert. Und da fehlt mir manchmal ein bisschen die Erklärung dazu. Ja, ich meine, das Thema Homöopathie kann ja niemand abschließend erklären. Mhm. Ja, es geht um Energiezufuhr, es geht um Themen, die für uns nicht greifbar sind an sich. Aber die Erfahrung zeigt, dass auch Strophantin in der Potenz in D4 zum Beispiel, auch in höher potenzierten Formen, durchaus sehr positiv wirkt, insbesondere bei leichteren Beschwerden, dass man da schon allerlei bewirken kann. Also wann ist denn die Wahl zu einem wirklichen Strophantin oder hin zur Homöopathie? Wann entscheidet ihr, welches Produkt denn das bessere wäre? Ja gut, ich meine, das ist ja eigentlich vielleicht auch ein Selbstversuch ein Stück weit für den Patienten, auch wenn wir das natürlich vorhin, wie vorhin gesagt, natürlich immer möglichst in ärztlicher Hand geben sollte, keine Frage. Aber warum nicht mit dem Homöopathischen mal probieren und mal schauen, wie der Effekt ist? Mhm. Ja, wenn der Effekt nicht ausreichend ist, ist ja nicht viel verloren. Dann ist der Punkt gekommen, wo man sagt, so, jetzt müssen wir mit dem Arzt darüber sprechen und an einen erfahrenen Therapeuten, der sich mit Strophantin auskennt, zuzugehen. Ein Freund von mir, der ist jetzt gerade 84, der nimmt schon seit 15 Jahren Strophantin, aber einfach aus präventiven Gründen. Jetzt ist er 84, der ist gesund wie ein unglaublich, geht jeden Tag 20 Kilometer marschieren, also ich staune nur über seine Vitalität. Ja. Macht das Sinn, überhaupt präventiv mit Strophantin zu arbeiten? Oder muss man schon irgendetwas mit dem Herzen haben? Also ich persönlich könnte mir schon vorstellen, dass es präventiv natürlich schon auch nicht so verkehrt ist. Wir haben mittlerweile auch von Fällen gehört, wo Strophantin aufgrund der verbesserten Muskelentsäuerung in den Leistungssport Einzug gehalten hat. Mhm. Ja, wenn man so Fälle sieht, wie jetzt bei der Fußball-EM und ein Spieler umkippt, muss man sich immer vor Augen führen im Sport. Und ich meine, wenn man mit 84 Jahren jeden Tag 20 Kilometer auf den Beinen ist, dann ist das für das fortgeschrittene Alter, kann man glaube ich schon sagen, eine Art Leistungssport. Mhm. Ja, man bringt seinen Körper ja doch an eine Grenze, auch wenn er sehr gut trainiert ist. Ja, und an den Grenzen werden die Risiken natürlich höher. Mhm. Ja, nämlich die Muskelübersäuerung. Das Herz muss natürlich sehr viel mehr schlagen, es muss mehr arbeiten. Auch dieses ist ein Muskel, auch der kann übersäuern. Und die Übersäuerung, das ist natürlich eine der Trigger, die dann durchaus einen Infarkt provozieren können. Mhm. Also von daher, warum sollte man das nicht vorbeugend auch einsetzen? Mhm. Ja? Wir haben das zum Beispiel auch gesehen bei Patienten mit dieser arteriellen Verschlusskrankheit, die AVK. Ja, wo einfach die Beinarterien, bei Diabetikern im fortgeschrittenen Stadium sieht man sowas relativ häufig, aber auch im zunehmenden Alter, dass Arterien nicht richtig durchblutet werden, haben wir gesehen, dass unter Strophantin die Laufleistung dieser Patienten durchaus ums 2- bis 3-fache steigt. Ja, gibt's übrigens auch eine Studie der Universität in Prag dazu, dem Thema, die auch im ähnlichen Umfang diese Leistungssteigerung gesehen haben. Und ob jemand jetzt 300 Meter am Stück laufen kann oder 1 Kilometer, das ist für den Alltag ein Riesenunterschied. Von daher, glaube ich, gibt es noch sehr viel mehr Indikationen
für das Strophantin. Das ist jetzt gerade etwas ganz Spezielles, habe ich nie gehört. Ja, das ist ja jetzt auch wieder für alle Diabetiker wieder eine wunderbare Mitteilung gerade gewesen, sich da allerfalls mit dem Arzt zu besprechen, ob man jetzt in diesem Fall mal auch mit Strophantin arbeiten möchte, um zu schauen, ob die Lauffähigkeiten sich verbessern können. Zum Beispiel, ja. Beispielsweise. Ja, bei Diabetikern haben wir es ja auch relativ häufig, dass die verkälte und schlecht durchblutete Extremitäten haben, also Hände, Füße. Da kommt es ja auch gerade bei den Füßen dann häufig zu Amputationen und Ähnlichem. Auch da wäre zu überlegen, ob man dann präventiv als Diabetiker nicht mit einer niedrigen Dosis Strophantin arbeiten kann. Müsste man darüber nachdenken. Was gibt es aus deinem Erfahrungsschatz noch für weitere Indikationen? Also du hast gesagt, alles in Bezug aufs Herz ist sehr lange auch schulmedizinisch angewendet so worden und erfolgreich. Jetzt hast du noch Diabetes gesagt. Was sind noch sonstige Indikationen? Wo? Es gab jetzt bei uns in der Deutschen Apothekerzeitung oder was, die Pharmazeutische Zeitung, wir haben zwei Blätter, ich weiß jetzt nicht mal in welchem, wurde darüber diskutiert, ob Strophantin bei Covid positiv wirken kann, weil wenn man über diese Mikrothrombosen, die sich dort anscheinend bilden, nachdenkt, kann auch das durchaus ein interessanter Ansatz sein. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Im Prinzip überall, wo es um Muskelübersäuerung, wo es um Durchblutungsstörungen geht. Ob das jetzt das Herz ist mit seinen Gefäßen oder ob das andere Extremitäten sind, dort könnte das überall durchaus positive Effekte zeigen. Das würde ich nicht ausschließen und das würde mich auch nicht überraschen. Des Weiteren sind es natürlich auch Stresssituationen. Das sind so die Tage, wo ich selber dann auch mal nehme. Ja, um sich zu beruhigen. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, es ist viel Stress und ich habe festgestellt, dass ich sehr viel stressresistenter werde. Mhm. Und wenn man sieht, Stress und Herzinfarkt sind natürlich Faktoren, die zusammengehören, gesteuert über die Nebennieren. Nicht? Cortisolerschöpfung und solche Geschichten. Da hat in einem vorherigen Video, ich glaube, der Herr Debusmann schon mal drüber gesprochen, wenn ich es richtig im Kopf Dr. habe. Debusmann, ja. Gibt es übrigens auch ein sehr schönes Video vom Herrn Dr. Peters aus Bordesholm, der einen schönen Vortrag hält über den Herzmuskel und Strophantin. Ich weiß nicht, ob Ihnen der geläufig ist. Mhm. Lasse ich Ihnen zukommen. Auch eine ganz wunderbare Erklärung, wie Strophantin, die Nebennierenrinde, Stress, Herzinfarkt zusammenhängen. Man weiß ja mittlerweile, dass das Strophantin in nahezu gleicher Form, wie es in der Natur vorkommt, in unserer Nebennierenrinde gebildet wird. Und der Körper in Gefahrensituationen, beispielsweise an Verletzungen, Infarkten, in Schlaganfällen und Ähnlichem ausschüttet. Man findet dann höhere Werte in der Blutbahn. Wenn jetzt aber durch Stress die Nebenniere permanent erschöpft ist, dann ist auch diese Substanz nicht mehr ausreichend zu finden. Mhm. Ja, das heißt, man kann auch darüber nachdenken, ob das dann durchaus präventiv Sinn macht. Fasse ich nochmal die wesentlichen Sachen zusammen. Also wir könnten allenfalls den Blutdruck senken. Also hier, wenn man mit Strophantin arbeitet, ständig muss man den Blutdruck kontrollieren, nicht dass er zu tief fällt. Ja, Blutdruck und Puls. Gut. Und auf der anderen Seite kann man die Medikation möglicherweise dann eben auch reduzieren, dass es dann richtig passt. Ja. Also das wird ja auch die Durchblutung besser. Kalte Füße, kalte Hände müssen ja auch besser werden. Sollten besser werden, Das ist das Fall vom Diabetes, wo du jetzt gesagt hast. Ja. Alle Formen von Herzproblematiken kann man da anschauen und eben Stress. Stress, wo bekanntlich dazu führt, dass man wirklich irgendwo einen Verschluss gibt und diesbezüglich zu einem Herzinfarkt führen kann, könnte mit Strophantin verhindert werden möglicherweise. Ja. Man kann sich ja auch mal beim Strophantin die chemischen Formeln angucken. Ja. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, stellt man relativ schnell fest, dass das Strophantin dem körpereigenen Cortisol sehr ähnlich ist. Aha. Ja, und das lässt natürlich Platz für Fantasie, indem man dann sagt, Cortisol und Strophantin könnten zum Beispiel Gegenspieler sein. Cortisol ist ein Stresshormon. Ja? Strophantin vielleicht etwas sedierender und beruhigender. Also
Das ist ein ganz spannendes Thema. Aber wenn man sieht, welche vielfältigen Wirkungen Hormone im Körper haben, stellt sich ja auch beim Strophantin mit dieser hormonellen Struktur die Frage, was hat es denn noch im Körper für Wirkungen? Da ist, glaube ich, vieles noch gar nicht bekannt. Und ich glaube, dass die Wirkung sehr viel komplexer ist, als es auf den ersten Blick vermuten lässt. Mhm. Kannst du mir noch etwas über die Pflanze sagen? Wo wächst denn die? Oder? Es gibt, im Prinzip gibt es zwei wesentliche Pflanzen, die dafür genommen werden. Das ist der Strophanthus gratus, der in Zentralafrika, in Brasilien und in, auch in Asien durchaus vorkommt. Wächst in Urwäldern, in Symbiose mit verschiedenen anderen Pflanzen. Und dann gibt es den Strophanthus combe, der mehr subtropisch vorkommt, insbesondere Tansania. Und das ist eher eine Buschform. Der Gratus ist eine Liane und der Combe ist eher eine Buschform, die man auch durchaus kultivieren kann. Was bei dem Gratus bis jetzt nicht gelungen ist. Da gibt es verschiedenste Versuche, die man auch in Südspanien und in verschiedenen anderen warmen Gebieten versucht hat. Es ist nicht gelungen, diese Pflanze tatsächlich bis zur Blüte und zur Samenernte zu bringen. Möglicherweise geht es irgendwann mal, wer weiß. An sich ist das bis jetzt nicht gelungen. Also diese Pflanzen kommen in Afrika vor und gerade bei dem Gratus, was wir für etwas wirksamer halten, das G-Strophantin, und beim Combe ist es dann das K-Strophantin. Wobei das G-Strophantin etwas besser auch zu kontrollieren ist in der Wirkung, auch wenn mal Nebenwirkungen auftreten, weil es wird einfach schneller abgebaut im Körper. Das K-Strophantin hat eine Halbwertszeit von etwa 2 Tagen, kann also auch zum gewissen Grad kumulieren im Körper, wenn man zu hoch dosiert, und ist deshalb ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, sage ich mal. Ja. Mhm. Wobei es auch sehr gute Wirkung hat und wenn man sauber eingestellt ist, auch extrem gut vertragen wird. Mhm. Ja. Also wir reden jetzt von dieser Strophantin als Pflanze und Stoff, dann haben wir die homöopathische Form und dann gibt es noch eine dritte Version, oder? Ich glaube eine Trinktur, oder? Ja, es gibt Tinkturen natürlich. Also den Samen selber in eigener Regie zu verwenden, davon ist eher abzuraten, weil der Gehalt an Strophantin schwankt sehr stark, ist abhängig von Erntezeitpunkt, von der Witterung, anderen Faktoren. Es gibt Tinkturen, wobei dieser Samen nach Aufbereitung mit 70%igen Alkohol extrahiert wird. Darin ist dann alles gelöst, was sich aus diesem Samen im Alkohol halt auflöst. Das heißt, man hat ein Stoffgemisch von nachweislich etwa 200 verschiedenen Substanzen. Das halten manche für besser. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit aufgereinigten Strophantin zu arbeiten. Mittlerweile gibt es auch in Deutschland eine Firma, die das anbietet. Und dieses aufgereinigte G-Strophantin, annähernd 100% sauber, hat man natürlich dann immer die gleiche Zusammensetzung. Ja, man hat diese Begleitstoffe nicht. Man hat auch dann in den Zubereitungen daraus immer exakt den gleichen Wirkstoffgehalt, was bei der Tinktur halt nicht so ist. Es ist ein Naturprodukt. Der Wirkstoffgehalt schwankt und kann deshalb immer mal wieder unterschiedliche Dosierungen aufweisen, die Tinktur, was an sich im ersten Moment nicht problematisch ist. Man müsste halt die verwendete Tropfenzahl dieser Tinktur immer dann ein bisschen justieren. Ne? Ist jetzt aber nicht so einfach. Ja, das geht schon, aber man müsste es eigentlich jedes Mal neu nachrechnen. Gucken, wie ist der Gehalt. Mal ist er 0,6%, also laut Monographie. Also für den Strophanthus gratus Urtinktur gibt es eine Monographie im homöopathischen Arzneibuch. Und die sagt, der Gehalt darf zwischen 0,2 und 0,8% liegen. Und da sieht man schon, wie arg das schwanken kann. In der Regel liegt es so bei 0,5 plus minus 0,1%. Ja, wow. Und aber das zeigt schon, wie wichtig ist, das ist dann genau aufs Etikett zu schauen und zu gucken, welche Konzentration habe ich im Moment. Okay. Ja. Gut, wir empfehlen jetzt nicht einfach blind zu kaufen, sondern wirklich den Arzt sich beraten zu lassen. Ja. Der Arzt macht das Rezept, das kommt zum Apotheker und der Apotheker stellt das aus, was der Arzt letztendlich da empfohlen hat, und dann ist der Patient eigentlich auf dem richtigen Weg, oder? Dann ist der Patient auf dem richtigen Weg. Also keine Selbstversuche da jetzt irgendwie zu machen. Um Gottes Willen, bitte nicht. Super, wunderbar. Nein, das ist davon ist natürlich abzuraten, keine Frage. Dafür ist das Herz einfach viel zu wichtig, und
Der Arzt kann sicherlich auch noch weitergehende Tipps geben. Es gibt ja auch im Bereich der Nahrungsergänzung durchaus viele Dinge, die man dort sehr positiv einsetzen kann, von Vitamin Q10, B12, Arginin, Carnitin, Carnosin. Also man kann so ein krankes Herz auch wie einen Leistungssportler ernähren. Und auch dann sind durchaus Leistungssteigerungen bemerkbar. Lieber Jens, ganz herzlichen Dank für diese aufklärende Sendung zum Thema Strophantin, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für mich ist es einfach unglaublich wichtig, solche Naturschätze immer wieder mal zu dokumentieren, zu durchleuchten und ihnen einfach mitzuteilen, was es noch alles so gibt aus dem Schätze der Natur, wo aber auch schon sehr, sehr viele Erfahrungen da sind in der Anwendung und eben auch die Indikationen für wann und wie man es anwendet, eben auch schon gut dokumentiert ist. Also dass es jetzt einfach verschwunden ist, haben wir auch gehört, das hat seine Gründe einfach in der Zulassungsverfahren gehabt. Es ist richtig schade, muss ich sagen. Deshalb empfehle ich Ihnen einfach ganz herzlich, sich einfach mal mit Ihrem Arzt auszutauschen, ob das allerfalls etwas wäre für Sie, was Ihrem Gesundheitsverlauf förderlich wäre, um eine oder die andere Medikation vielleicht auch reduzieren zu können. Aber immer, immer, immer bitte nur in Absprache mit Ihrem Arzt. So, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Wünsche Ihnen alles Gute und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.